Welche 125er ist die schnellste? Wir beim Motochecker messen jedes Motorrad 125 Kubik 080 km/h mit einem 10 Hertz GPS Messgerät. Und 2023 haben wir richtig viele wieder gemessen und heute der aktualisierte Listenstand. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Artikel auf der Webseite, aber jetzt fangen wir mit den langsamsten an, denn da bewegt es sich durchaus langsam von 0 auf 80 km/h. Ankündigung übrigens in 24, es gibt ein riesengroßes Update bei den neuen 125er Testberichten, also stay tuned, da kommt was. Den letzten Platz mit 23 bis 21 Sekunden belegt einmal die Online VT und die zweite die UM Classic. Die Online VT hatte 23,16 Sekunden gebraucht auf 80 km/h und die UM Classic 21,1. Da ist ja fast schon treten schneller. Aber am Ende ist im 125er Game nur in gewissen Bereichen ein Thema, denn die UM Classic zum Beispiel ist klar eins, es ist ein Cruiser, der entspannt von A nach B bringen soll und einfach gut aussehen soll. Bei der Online VT muss man sagen, das Modell gibt es gar nicht mehr, aber es ist aktuell in dieser Liste noch, weil es einfach die langsamste bis jetzt gewesen ist. 2023 stand ganz im Jahr der leistbaren Mobilität und so wollten wir unbedingt ganz viele günstige Roller zum Testen bekommen und haben uns richtig viel geholt. Und die kommen jetzt. Zwischen 19 Sekunden und 18 Sekunden befindet sich der Suzuki Burgmann EX, der Suzuki Address, der Honda DAX und der schnellste war hier der Honda PCX 125 mit 18,02. Und der langsamste der Suzuki Burgmann EX mit 19,08 Sekunden. Man merkt schon, die günstigen und leistbaren Roller, die sind alle ziemlich eng beieinander und da macht es kaum einen Unterschied, was du kaufst, wenn es um das Thema 080 geht. Zwischen 17,3 und 16 Sekunden befindet sich dann die etwas schnellere Kategorie. Hier fangen wir an mit Suzuki Avenis und mit Honda Forza. Honda Forza 16,9, Suzuki Avenis 17,3, dafür aber deutlich günstiger als der Honda Forza und Brixton Felsberg mit 16,7 und die Motron X-Nord mit 16,4. Den Platz Nummer 6 belegen dann alle Motorräder, die zwischen 14 und 15 Sekunden waren. Insgesamt sind da drinnen 5 Motorräder und es fängt an mit der QJ SRV 125. Wobei, das Motorrad war nicht perfekt eingefahren zum Zeitpunkt des Tests und es hätte noch ein besseres Ergebnis kommen können. Danach kommt SWM Hoco mit 14,4, die SC Online mit 14,2, Honda Grom mit 14,1 und den ersten Platz in der Kategorie 14 Sekunden mit 14,110 belegt die Zontes GK 125 Kubik. Und da möchte ich ganz klar sagen, die Zontes ist eine klare Kaufempfehlung aktuell, weil ich habe mit vielen Werkstätten gesprochen, Zontes macht wenig Probleme und Zontes hat einfach ein geiles Netz an Zubehör, eine chinesische Marke von Beta, importiert in Italien mit einem eigenen Zentrallager für Zubehör in Italien, also Verfügbarkeit gut, Qualität und Verarbeitung auch okay und Preis ist dann auch noch richtig fair. Sie haben auch mit der Zontes G1 das Motorrad mit dem größten 125er Tank von über 20 Liter, eine ziemlich coole Marke mit einer ziemlich okayen Leistung. Die Bestia Online ist kurz vor dem Mittelfeld ausgegangen. Mit 11,580 Sekunden ist sie deutlich schneller als viele in dieser Liste. Jetzt sind wir im echten Kern der Mittelklasse angekommen. Das bedeutet, alle Motorräder, die jetzt kommen und höher, sind so der Durchschnitt das, was du normalerweise kaufst, wenn du ein 125er Motorrad kaufst, wo die meisten Motorräder auch hineinfallen. Und das ist zwischen 11 und 10 Sekunden. Und da fängt es an mit der UM X-Street ES. Ein Motorrad, was wir dieses Jahr gemessen haben mit 10,998 Sekunden. Danach folgt schon die QJ SRK 125 mit 10,997 Sekunden. Dann danach die SWM Veres mit 10,888 Sekunden. Und das wichtigste Modell in dieser Kategorie aktuell, die KTM Duke 125 mit 10,558 Sekunden. Und hier möchte ich ganz klar eins sagen, die KTM Duke, die wir jetzt gemessen haben, ist noch das alte Modell. Wenn dieses Video rauskommt, ist es schon nicht mehr so lange hin. Der erste schöne Sommertag werden wir, oder der erste Frühjahrstag, wo fahrbare Bedingungen sind, werden wir eine 125er Duke für euch testen. Stay tuned, da kommt einiges auf euch zu und wir werden herausfinden, ist sie schneller geworden oder ist sie langsamer geworden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr erstens den Kanal abonnieren und die Vorab-Info, welche GPS-Daten die Duke 125 bekommt, erfahrt ihr in unserem WhatsApp-Channel, der Link dazu unten in der Videobeschreibung. Danach kommt dann schon die Beta RR Motard mit 10,548 Sekunden. Kawasaki Z125 mit 10,542 Sekunden, wobei bei der Kawasaki Z125er muss man ganz klar eins sagen, das Motorrad performt bis 80 km/h durchschnittlich und ist im Rahmen. Aber ab 80 km/h
ist es einfach eine Wand, in die du hineinfährst und wo es einfach echt lange dauert, bis du auf 100 km/h kommst. Nur da möchte ich auch sagen, ich hoffe auf ein Update, denn sie haben in den letzten Jahren alle kleineren Modelle geupdatet. Stellt sich noch die Frage, ob nächstes Jahr auch ein 125er Update dazukommen wird. KTM RC 125 bleibt bei 10,456 Sekunden, Suzuki GSX-R 10,4, Yamaha YZF-R 10,2, SWM SM 10,1 und die Pista Online 10,1. Das ist auch ein ziemlich genialer Wert. Auch wenn es die Pista Online in der Form fast gar nicht mehr auf dem Markt neu gibt, aber es gibt natürlich noch einige Gebrauchte, die man sich kaufen könnte. In der Kategorie zwischen 9,9 und 9 Sekunden bewegt sich die kleine Schwester von der Ninja. Die Ninja 125 mit 9,846. Etwas langsamer war die Suzuki GSX-S 125, die hat 9,907 Sekunden gehabt. Schneller war da hingegen die Honda CB 125R mit 9,6, dann kam Beta 125 mit dem normalen Mirelli-Motor 9,1 und da war nur noch die Yamaha XSR 125 mit 9,01 schneller. Und wichtig, die XSR 125, das Moped, ist das günstigste 125er Motorrad, was du aktuell bei Yamaha kaufen kannst, mit einem echt geilen Motor, mit variabler Ventilsteuerung, allem drum und dran und gleichzeitig am kleinen leichten Gewicht und an hohem Topspeed, aber zum Topspeed gibt es ein eigenes Video hier auf diesem Kanal, schaut es euch an. Der schnellste Verbrenner in dieser Liste ist dann auch ganz schnell getroffen. Mit 8,930 ist es noch immer die Yamaha MT125. Seit über 3 Jahren stoßt die niemand vom Thron und niemand ist schneller als eine MT125 aktuell auf dem Markt. Das ist ein fantastischer Wert, nur ein Moped war dann doch deutlich schneller als unser letzter Verbrenner in der Liste. Ja, und der allererste Platz, der schnellste Platz in der Top 10 125 Kubikliste geht dieses Jahr an BMW. Und ihr werdet euch jetzt alle wundern, BMW hat doch kein Verbrenner 125er Motorrad und das ist korrekt. Sie haben einen BMW CE04-Roller und dieser Roller schafft es in 5,389 Sekunden von 0 auf 80 km/h. Und das viel Spannendere ist auch noch, der Topspeed von ihm war deutlich höher als alles, was wir bis jetzt gemessen haben, 128 km/h. BMW zeigt also, dass Elektromobilität deutlich schneller natürlich wieder ist als Verbrenner und sie zeigen auch mit dem BMW CE04, was möglich ist. Achtung, aufgepasst, der BMW CE04 kann nicht nur als 125er Gerät zugelassen werden, sondern auch mit größerer Leistung zugelassen sein. Dementsprechend freut sich drauf, das ist eine ziemlich coole Rakete und natürlich kein Verbrenner, aber es ist bis jetzt das schnellst jemals gemessene Moped in dieser Kategorie und dementsprechend bin ich heute auf der Moto Austria und wenn ihr vorbeischauen wollt, dieses Wochenende, wenn das Video rauskommt, sind wir hier und ihr könnt hier allerlei Motorräder Probe fahren und vor allem alle Motorradmarken sehen, mehr als auf der EICMA. Suzuki ist dabei, Yamaha ist dabei, BMW ist dabei und viele Marken mehr, Kawasaki, Honda und Co. sowieso. Also schaut auf der Moto Austria vorbei und noch wichtiger, jeder, der bei uns am Stand fragt, bekommt natürlich einen Motochecker-Sticker kostenlos geschenkt. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal kostenlos. Mein Name ist Tom, ich bin im Messestress. Pfiat euch!